Hallo Internet und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Yoshi's Island. Wie ich das letzte Mal versprochen habe, habe ich in 3-4 die 100% geholt. Heißt, ich bin da einmal ganz kurz durchgehuscht und ja, habe mich nicht treffen lassen. Und jetzt begeben wir uns gemeinsam in 3-6 und zwar die Stachelhöhle. Ja, Stachelhöhle klingt bedrohlich. Jetzt ist natürlich die Frage, ist es auch bedrohlich? Sag jetzt einfach mal nein. Wo ich den Level hier betrete, fällt mir auch direkt eine Sache ein. Genau. Man kann nämlich am Anfang des Levels hier oben lang gehen. Und das sollte man auch tun. Weil man hier nämlich einen Schlüssel bekommt. Und wenn man das nicht weiß, dass man den Schlüssel da an der Stelle bekommt, dann ist das schon relativ gemein. Weil man den gegen Ende des Levels irgendwann benötigt, um weiterzukommen. Und ja, dann läuft man die ganze Zeit zurück und sucht und sucht und sucht den. Von daher ganz gut, dass ich dieses Fachwissen hier besitze quasi. Ja, jetzt wissen wir auch, warum die Höhle Stachelhöhle heißt. Hier sind nämlich ganz viele von diesen kleinen Stachel-Igeln, was auch immer. Das Igel? Ich glaube, das soll ein Igel sein. Igel, Stachelschwein, alles dasselbe. Naja, gehen wir erstmal weiter. Glücklicherweise haben wir wieder so einen kleinen Kumpelstein, der uns natürlich mal wieder tatkräftig hilft. Boah, dieses Geräusch der Mäuse, ne? Dieses komische Gefiepe, hör doch auf! Oh, jetzt haben die Mäuse aber ein tragisches Ende gefunden. Von einem Stein überrollt. Alter Schwede. Da links ist eine Blume. Wie kommen wir denn da hin? Kann man hier nach oben? Ah, sieh mal eine an. Sehr schön. Na, dann klettern wir erstmal hier hoch. Ja, ich denke mal, da unten müssen wir wahrscheinlich buddeln. Ja, ich hab's mir schon fast gedacht. Dass da der Buddel-Yoshi kommt. Beziehungsweise Maulwurf-Yoshi. Schön die Münzen hier an der Seite einsammeln. Ich glaube, da war gerade auch eine rote dabei. Naja, und Transformation. Zu dem epischen und ziemlich coolen Maulwurf, Yoshi. Rote Münzen, Blume. Was ist denn mit den Münzen hier an der Seite? Hier diese drei Stück. Sind das rote? Nö. Tja, manchmal erkennt man das echt nicht. Also manchmal kann man das schlicht und ergreifend nicht sehen, was rote Münzen sind und was normale sind. Und manchmal ist es schwierig. Da oben geht's ganz normal weiter wahrscheinlich. Na, gucken wir mal. Ja. Aber unten geht's auch weiter. Jetzt bin ich mir nicht sicher. Bin ich jetzt richtig gerade? Tja, gehen wir erst einmal hier lang. Collectibles ohne Ende. Schon mal nicht schlecht. Oh, alle roten Münzen haben wir. Jetzt haben wir hier so einen Gegner-Spawner. Kann man da rein? Ja, kann man. Und! Hey, da ist eine Blume. Ich gehe nur einmal ganz kurz scouten. Wie man an die rankommt. Beziehungsweise kann man die nicht sogar... Ich wette, die kann man theoretisch auch über Bande abschießen. Kann das sein? Machen wir einmal hier so einen Skillshot-Versuch. Okay, geht doch nicht. Naja, machen wir es doch mit Schalter, so wie es ursprünglich gedacht war. So, funktioniert doch viel einfacher. Können wir uns die Blume so besorgen. Oh, was für ein Geräusch, oder? Tun euch die Ohren auch schon weh. Nicht so schlimm wie das Geknarze der Mäuse, aber auch nicht schön. So, ja, wir haben alles. Wir haben 100% vom Level. Das heißt, wir können hier einfach mal rausgehen. Und mal das Ziel suchen. Ah, nein. Ach, nein. Ach, nein. Wieso? Wieso jetzt vom Ende des Levels? Ach, diese Mäuse. Mann. Das ist hier übrigens diese Stelle, wo man den Schlüssel braucht und wo man frustriert wäre, wenn man den am Anfang nicht bekommen hätte. Ja, das ist jetzt aber schon echt ärgerlich mit den Sternchen.
Na super, ich kriege jetzt hier auch keine Ersatzsterne, oder was? Ja, dann... Ach, da muss wieder so ein Plus-10-Stern-Gegenstand dran glauben. Naja, also dann ab durchs Ziel! Oh, kein Minispiel? Wie traurig. Dafür gibt's wieder die Fanfare. Und wir können auch diesen Level von unserer Liste streichen. Aber wir haben ja schon relativ viele Level auch durchgespielt, ne? Ich glaube, so mehr als die Hälfte haben wir schon. Nee, wir haben gleich genau die Hälfte. Also nach 3.8 haben wir genau die Hälfte aller Stages. Schön! Ging ja echt fluffig. Aber schauen wir erst einmal, was uns hier bei 3.7 erwartet. Bad Baden oder Bad Baden. Baden-Baden. Eine Stadt. Boah, gehen wir doch einfach mal baden. Hey, da sind die Stelzen-Shy-Guys wieder. Euch haben wir ja lange nicht gesehen. Es riecht doch hier vorne nach Geheimnis. Wie, nichts? Kann doch gar nicht wahr sein. So eine offensichtliche Stelle eigentlich, um was zu verstecken. Naja. Naja, naja, naja. So. Boah, was? Uiuiuiui, gar nicht mal so leicht. Muss ich wohl doch ein bisschen vorsichtiger sein. Wobei, das sag ich andauernd, dass ich vorsichtiger sein muss. Und am Ende bin ich wieder genauso Rambo-mäßig unterwegs. Wie vorher auch. Aber das da oben riecht doch schon nach versteckten Collectibles eigentlich. So ein komischer, verdeckter Waldabschnitt. Immerhin eine Blume. Ach, jetzt haben die Affen mir das Baby geklaut. Ich hoffe, die können schwimmen. Die sehen jetzt irgendwie nicht so danach aus. Für alle Tierfreunde unter euch, natürlich haben die Affen überlebt. Selbstverständlich haben die überlebt. Die schlafen nur. Die schlafen unter Wasser gerade. Wie, jetzt ist das Teil hier weg? Boah, was für ein Abschnitt. Naja, ich glaube, wir sind schon gerade am Ende gewesen. Ja, ja, genau. Puh. Fliegt trotzdem sicherheitshalber noch einmal hier oben lang. Man weiß ja nie, was so versteckte Gänge angeht und so. Nö. Na gut. Röhre. Moment, hier geht's weiter. Oh, verstecktes Fragezeichen. Schalter. Hey, da kann man runter. Oh, gut, dass ich nochmal nachgeschaut habe. Das wäre jetzt ärgerlich gewesen. Mit einer U-Boot-Passage habe ich hier ehrlicherweise jetzt auch gerade gar nicht gerechnet. Oh, es gibt sogar rote Münzen hier unten. Okay. Sogar sehr, sehr viele. Mann, 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 Mann. Bei dem Kugelfisch hier, den dürfen wir nicht abschießen. Der wird ja dann ganz riesig. Aber naja, das sieht doch sehr gut aus. Heißt, wir können dann doch regulär mal hier vorne weitergehen. Was haben wir jetzt hier? Wasser. Ja, spannend. Und vor allen Dingen Fragezeichen. Erwische ich das? Ja. Ich werde jetzt einmal... Hey, rote Münze. Ich werde jetzt einmal hier nach links noch fliegen. Genau, hier ist nämlich so ein komischer Stein. Auch kein Secret? Aber da müsst ihr mir jetzt zustimmen. Das sah doch wirklich so aus, als ob da was versteckt ist, oder? Ah, ich glaube, da oben ist jetzt nichts weiter. Hoffe ich jedenfalls. Ach, hier wäre eine Sonnenblume gewesen. Da hätte ich gar nicht so hochgleiten müssen. Naja. Tja. Läuft alles. Muss man hier echt einfach so durch? Gibt es hier nicht so ein komisches Kreiseldingsi? Da fällt mir gerade was ein, wo ich die Affen hier sehe. Hier ist irgendwo so ein blöder Geheimweg versteckt. Ist das hier oben schon? Da gibt es nämlich so eine richtig fiese Stelle hier in dem Level. Nee, ist es hier aber noch nicht. Da gibt es so eine richtig fiese Stelle hier in dem Level. Da werdet ihr mir zustimmen, wenn wir es gleich sehen.
Falls ich die Stelle überhaupt finde, ist das natürlich das nächste, ne? Das hier? Ich glaube, das ist hier sogar. Ah! Boah! Mann. Genau, und zwar hier. Hier ist zwar eine Sonnenblume, aber man kommt nicht so ganz drauf. Dass wenn man hier rechts irgendwo hinspringt, genau, dass man dann nämlich hier in so eine Secret-Passage kommt. Ja, wobei, was heißt, man kommt nicht drauf, ne? Man sieht so einigermaßen. Aber ich fand das schon als Kind, fand ich das schon relativ mies hier. Allgemein so diese ganzen Gänge, die man nicht direkt sieht. Ah, ja. Die empfinde ich immer als etwas ungerecht. Komm ich jetzt nochmal nach da oben? Ah ja, ich kann da drauf springen, okay. Wir fliegen nämlich jetzt noch einmal rechts weiter. Nichts weiter versteckt hier. Ah, doch ein paar Sterne, na gut. Und ein Leben. Ich glaube, wir haben schon bald 99 Leben zusammen, kann das sein? Ich meine, wir hätten schon beinahe 99. Naja. Sind wir hier wieder angekommen? Ja, okay, also sagen wir mal so, wenn man das Fragezeichen kaputt macht mit der Sonnenblume, dann kann man drauf kommen, dass da oben ein Secret ist. Aber wenn man das Fragezeichen jetzt nicht gesehen hat, dann sieht man doch wirklich nicht, dass da oben ein Gang ist, oder? Ich finde es auf jeden Fall ein bisschen fies. Boah, was für eine Passage! Okay, aber ich schlage mich tapfer. Ist da unten noch weiter? Kommt man denn da an die Blume ran? Ach so. Ja, gut, okay. Vielleicht doch nicht ganz so schwer wie angenommen. Wir müssen einmal ein bisschen die Shy Guys hier abwarten. Natürlich müssen wir das. So. Das ist ja richtig Präzisionsarbeit hier. Was haben wir da? Eine Weintraube? Hallo, Weintraube. Ah, lässt sich nicht futtern. Naja, wird sie halt so gekillt. Also die Weintraube, die hat unser Leben hier auch nicht beendet. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Mittelstäbchen. Boah, 30. Da oben noch was. Nö, also weiter geht's. Ja, sieht ja auch spannend aus. Was haben wir hier? Ach nein, das ist es mit diesen... Ach nein, mit diesen Fischen, die einen unter Wasser ziehen. Ach, wenn diese kleinen Fische einen da vorne erwischen, dann, wenn die einen erwischen, dann ziehen die einen unter Wasser und dann ist man direkt tot. Das heißt, da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Die müssen wir jetzt so ein bisschen rauslocken, die Fische. Seht ihr das schon? Der beobachtet uns schon. Der will uns auf jeden Fall haben. Ah. Das Problem ist, wir müssen da unten lang. Wir müssen nämlich diese Münzen da noch besorgen. Oh, hoffentlich erwischt er uns nicht. Ah. Ah. Adrenalin, Adrenalin, Adrenalin und ein Minigame. Und zwar Peng Bum. Das kennen wir ja schon. Wir müssen einfach nur Ballons kaputt machen. Raten wir einfach mal. Okay, seiner oder meiner? Meiner gewinnt! Oh Mann, plus 10 Sterne! Das Beste, was wir hätten finden können. Oh, wie schön. Ach, das freut mich jetzt. Jetzt heißt es nur nicht sterben. Das ist eher das Problem gerade. Kann man das denn irgendwie forcieren, dass die hier hochkommen? Ja, oh! Boah, 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 boah. Da ist noch eine rote Münze. Denke mal, wir sind jetzt wahrscheinlich langsam im Levelende auch schon. Ach, wir haben schon 100%. Oh. Nein. Oh. Habt ihr das gesehen? Boah, jetzt wäre ich fast draufgegangen. Hätte ich mich geärgert. Oh, okay. Einmal ganz kurz durchatmen, Leute. Wir haben es geschafft. Wir haben 100%.
Das ist auf jeden Fall der Part, in dem ich irgendwie keine Minispiele bekomme, warum auch immer. Naja. Für mich ein Meilenstein, 100% in der nächsten Stage. Und ja, damit kommen wir auch schon zu 3.8, heißt zum letzten Level. Zum letzten Level dieser Welt. Und ich hatte ja schon gesagt, die beiden Bosse hier im Inwelt 3 sind beides meine Lieblingsbosse. Also einmal oben der Frosch und einmal hier Audrey. Ja, für alle Leute, die die Yoshi-Reihe fleißig verfolgen, die kennen natürlich Audrey, also eine riesige Piranha-Pflanze. Und ja, abgesehen davon, dass der Dungeon hier ziemlich nice designt ist, so im Untergrund, ist der Bosskampf hier auch ziemlich cool. Ach, ich habe gar nicht genug Eier. Man muss diesen komischen kleinen Wasserwurm hier nämlich nach hinten schießen mit Eiern. Wenn man nicht genug hat, dann hat man halt Pech gehabt. Ich hätte mir mal ein paar Eier aus dem letzten Level noch mitnehmen sollen. Naja, so, jetzt aber. Gleich ist er ganz traurig. Oh, ein bisschen leid tut er mir ja schon. Ah! Hilfe, komischer Piranha-Fisch, was auch immer. So, da oben gibt's rote Münzen. Die sollten wir uns vielleicht mal besorgen. Wir gehen mal so ganz langsam und ganz unauffällig hinter diesen Pflanzen her. Oder Fischen oder was auch immer das ist. Komm schon, ein bisschen mehr Speed bitte. Ja, ist also so ein bisschen im Design einer Kanalisation gehalten alles hier. Und wie ich finde, aber sehr, sehr cool designt auf jeden Fall. Also sehr, sehr stimmungsvoll designt. Passt auch so ein bisschen zu diesem ganzen Audrey-Thema. So eine böse Pflanze unter Wasser. In der Kanalisation lebend. Habe ich jetzt hier alles gefunden? Ich glaube ja, oder? Ah, gewesen nicht. Oh, oh, was ist hier los? Habe ich jetzt hier irgendwas verpasst? Ach Mann, wieso habe ich keine Eier dabei? Ach ja, danke schön. Schön in die Piranha-Pflanze reingesprungen. Naja. Gehen wir erstmal weiter. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich hier nichts vergessen habe. Jetzt lernt man eine neue Mechanik kennen, glaube ich. Da oben ist nämlich wieder so eine Textbox. Versuche das Ei an die Röhre zu schießen. Jetzt kannst du die Münzen, die sich unten links befinden, erreichen. Ja, man kann nämlich über Bande hier auch die Eier auf dem Wasser entlang schießen. Beziehungsweise man kann die Eier allgemein auf dem Wasser entlang schießen, aber eben auch über Bande. Warum einfach, wenn es auch schwer geht? Du kannst die Münzen zwar direkt erreichen, aber cooler ist es, wenn du versuchst, die Münzen mit einem Ei und deren, und der Hilfe des Wassers einzusammeln. Ja, sieht schon cooler aus. Boah, hat schon mehr Stil auf jeden Fall. Wenn man sie jedenfalls treffen würde. Ah! Komm ich da wieder hoch? Ich glaube, ich bleibe erstmal hier oben. Übrigens auch wieder ein schönes Beispiel dafür, wie das Spiel einem ganz klammheimlichen Tutorial aufdrückt. Denn diese Mechanik mit dem Eier von der Wand abprallen lassen, die brauchen wir noch. So. Das kann doch gar nicht wahr sein, jetzt treffe ich das nicht. Naja, der Yoshi-Song. Ich schieße ein Ei, dumm-di-dumm, es prallt an die Wand. Es ist das coolste Ei im ganzen Land. Jetzt treffe ich die Gegner und mein Song wird immer schräger. Dumm-di-dumm. Den Winkelschuss brauche ich immer wieder und nun ist Schluss. Dumm-di-dumm. Wow! Was für ein kreativer Song. Nee, aber wirklich, also den Winkelschuss, den braucht man tatsächlich noch in dem Level hier. Deswegen habe ich auch gerade gesagt, tutorialmäßig schon ganz vernünftig das Ganze. Wenn man das nicht wüsste, hätte man mehr Probleme mit dem Endboss, aber da sind wir ja bald. Jetzt wird das Ganze auch ein bisschen verwinkelter, genau. Oh, jetzt muss ich echt irgendwie mal schauen, dass ich hier an nichts vorbeilaufe. Da oben war zum Beispiel eine Blume. So, also kleine schwarze Raben. Was haben wir hier? Aha!
Mittelstäbchen. Sehr gut. Keine Ahnung, gehen wir erst einmal nach oben. Jetzt weiß ich gerade wirklich nicht, wo wir lang gehen müssen. Ist kein Scherz. Aber das da vorne sieht ja ganz gut aus. Und zumindest schon mal eine weitere Blume. So. Ach, jetzt hat mich der Muncher hier wirklich erwischt. Ernsthaft? Ah. Und alles spawnt hier nach. Wieso? Ist hier unten links noch weiter? Ach, hier geht's auch noch weiter. Überall geht's hier weiter. Hier ist vor allen Dingen ein tauchender Lakitu. Sehr, sehr pfiffiger kleiner Kerl. Oh! Und wieder so ein komisches Viech, was man zur Seite ballern muss. Nein! Man wird hier die ganze Zeit nur beschossen. Schade, ich dachte, ich könnte jetzt rüberfliegen. Wobei, kann ich trotzdem. Nein! Oh nein! Nein, das gibt's nicht. Ach, habe ich mich jetzt echt hier ins Aus befördert? Ach, nur weil ich ungeduldig war. Ach, Mann. Könnte ich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen gerade. Egal. Wir haben ja vorher gespeichert. Und vor allen Dingen 96 Leben, also alles gut noch. Ich gehe jetzt erst einmal hier nach links. Bevor wir wieder nach oben gehen und die Blume noch holen. So, schön die Eier aufgefüllt behalten. Und diesmal nicht überreagieren. Ach, das sieht doch besser aus als vorhin. Sehr schön. Was kriegen wir hier vorne? Mit Sicherheit noch irgendein wichtiges Collectible. Ja, da oben ist zumindest ein Fragezeichen. Ah, nee, okay, dann sind wir nur wegen den roten Münzen hier gewesen. Aber ist ja auch nicht unwichtig. Na gut. Gehen wir mal noch einen Schritt weiter. Ihr merkt schon, diesmal bin ich auch vorsichtiger, keine Sorge. Ja, sieht doch alles schon viel schöner aus. Jetzt holen wir uns noch die andere Blume. Mensch, das war jetzt aber ein Umweg. Das ärgert mich selber gerade so ein bisschen. Hoffentlich kriegen wir gleich nochmal irgendwann einen Save Point, damit wir wenigstens diese beiden Collectibles hier speichern können. Komm schon, beschieß mich! Hört man auch nicht alle Tage. So! Da haben wir die Blume. 18 von 20 Münzen und 4 von 5 Blumen. Das heißt, so viele Collectibles fehlen uns in diesem Level tatsächlich auch nicht mehr. So, weiter geht's. Ah! Ach, nicht schon wieder so einer. So ein komischer Kuchen. Komischer Wackelpudding, so eine Götterspeise. Na komm schon! Oder kriege ich keine Eier mehr? War's das? Na, dann war's das halt. Sehr schön, aber wir sind weiter. Oh, die Renja-Pflanze! Ich denke mal, hier müssen wir wahrscheinlich diesen Wandschuss mal wieder benutzen. Ja, toll, in die andere Richtung. Nein! Oh, Epic Fail. Ja, dieser Part wird ungefähr 3 bis 4 Stunden dauern. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Jetzt aber. Jetzt habe ich so viel Munition, jetzt muss ich es aber auch hinkriegen. Aha, sieh mal einer an. Da vorne. Ah, Moment, da sind 2 Münzen und eine Blume. Das könnten die beiden roten Münzen sein, tatsächlich. Wenn wir Glück haben. Und die letzte Blume eben. Ja, das war's. Sauber. Ach, und da vorne ist auch schon die Boss-Tür.
Ich glaube, genug Sterne kriegen wir nicht zusammen. Da werden wir wahrscheinlich einen Gegenstand benutzen müssen. Ah, ja, ja, okay. Da müssen wir einen Gegenstand benutzen, aber egal. Das mache ich jetzt auch einfach mal. Plus 10, genau. Und ja, dann betreten wir also den Boss von Welt 8. Von Welt 3. Level 8 von Welt 3. Jetzt heißt es konzentrieren. Ist aber alles machbar. Den Boss kann man übrigens mit einem Treffer besiegen, mit einem kleinen Trick. Indem man die Pflanze hier abschießt, bevor die groß wird. Aber das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen uns den Bosskampf hier anschauen. Was ist los, du hässlicher Wichtigtuer? Hast du immer noch nicht genug? Hat Audrey nicht einen süßen Bauchnabel? Ups, das ist mir wohl rausgerutscht. Oh, oh. Da ist eine Pflanze gar nicht mal so happy. Oh, da habe ich als Kind so Angst vor gehabt vor dem Kampf. Weil die so gruselig aussieht, die Pflanze. Oh, Mann, 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 Mann. Also ein bisschen creepy sieht sie immer noch aus. So, Konzentration. Ihr könnt euch schon denken, wie wir der Pflanze Schaden zufügen wahrscheinlich. Und zwar über diesen Bandenschuss. Beziehungsweise über diesen Wasserschuss auf Bande. Wir müssen nur ein bisschen warten. Irgendwann müsste die ihre Verteidigung senken, die Pflanze. Also Audrey. Genau. Manchmal faket die auch nur so den Angriff nach vorne an. Komm schon, lass dich angreifen jetzt. Da muss man das zwischendurch machen. Boah, jetzt erinnere ich mich gerade nicht mehr so ganz. Komm schon. Ah doch, jetzt. Verteidigung weg. Und ihr seht schon, über Bande kann man die Pflanze dann treffen. Ja, man muss immer so ein bisschen warten, weil man nicht weiß, ob sie anfaked. Ah, es ist auch kein Fake-Angriff. Och, komm schon. Der dauert aber lange, der Kampf. Das könnte ein Fake werden. Ah, ja, ja, ja. Okay, hat man schon so leicht gesehen. Auf jeden Fall der längste von allen Kämpfen bis jetzt. Okay, okay, okay. Komm schon! Jetzt mach doch endlich das komische Ding da runter. Ja, geht doch. Nächster Treffer. Ich weiß gar nicht, ob man mehrere Treffer auch landen kann sogar. Ja, ich glaube, wenn man zweimal hintereinander schießt, könnte man die vielleicht auch zweimal auf einmal treffen. Zweimal auf einmal. Ihr wisst ja, was ich meine. Dudi-dudi-dudi-dumm. Wird wirklich ein langer Part. Aber auch mal ganz schön. Kleine Abwechslung. Dudi-dudi-dudu-du. Komm schon. Ich weiß nicht, ob man. Vielleicht muss man die als Ausgleich nur dreimal treffen oder so, weil der Kampf so lange dauert. Fake-Angriff? Nee, immer noch nicht. What? Aha! Fake-Angriff! Ach, 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 komm schon, lass dich angreifen. Deine ganzen Bossfreunde waren irgendwie ein bisschen schneller zu besiegen als du, meine kleine Pflanze. Trotzdem sehr, sehr schöner Kampf. Und vor allen Dingen auch trotzdem sehr, sehr spannender Kampf, wie ich finde.
Weiß nicht, vielleicht kann man das auch irgendwie erzwingen, dass sie ihre Verteidigung senkt oder so, dass sie die Ranken runternimmt. Keine Ahnung. Ich habe immer gewartet. Vielleicht geht das auch irgendwie klüger. Vielleicht geht es auch irgendwie klüger. Aber ansonsten seht es mir nach, dass ich es nicht weiß, wie es einfacher geht. Komm schon, nimm doch die Ranke darunter. Ich hab doch sowieso schon fast gewonnen. Na, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Vielleicht kann man die auch treffen, wenn die Ranke nur so auf Halbmast steht. Ach, ich probiere das einfach gleich mal aus. Weil es dauert schon relativ lange, eigentlich zu lange für meinen Geschmack. Mach jetzt einfach mal so einen Probeschuss. Ach doch, man kann die einfach so treffen. Ernsthaft? Ich dachte, man muss warten. Ich wusste das nicht. Ich wusste das wirklich nicht. Alle, die zugucken, schlagen wahrscheinlich gerade die Hände über dem Kopf zusammen. Oh, das wusste der nicht. Aber naja, ich wusste es tatsächlich nicht. Dafür habe ich den Kampf ein bisschen spannender gemacht. Ja, und das Schöne ist, wir haben trotzdem 100% erreicht, Leute. Ist das nicht cool? Um es mal positiv zu sehen, Negativseite 5 Minuten Zeit verschwendet, Positivseite 100% bei 3,8 erreicht. Ah, oh, dann kriegen wir wieder so eine schöne kleine Animation. Ist das nicht cool? Perfekt! In Welt 3. Und natürlich gibt es auch wieder ein Extra und eine Bonus-Stage. Und eigentlich sprengt Yoshi jetzt doch irgendwas in die Luft. Genau, da ist er. Juhu! Sehr schön, wir haben es geschafft. Und wir sind damit in Welt 4 angekommen. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß und es hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir doch gerne ein Like und ein Abo da. So oder so würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es weitergeht mit Yoshi's Island. Euer Huxel, ciao.